Nein. Nein, ich will nicht, dass du kommst. Ich habe keine Zeit. Okay, wenn du es unbedingt hören willst, ich bekomme Besuch. Das ist meine Sache. Dein Zimmer sieht aus wie immer. Nichts fehlt. Erst 17 Minuten über der Zeit. Vielleicht hat er die U-Bahn verpasst. Ja, dann hätte er anrufen müssen. Das haben wir oft genug besprochen. Vielleicht hat er kein Kleingeld. Jetzt hören Sie auf, eine Entschuldigung für ihn zu suchen, Schwester Ina. Die nächste Lockerung hat sich Holger Kamp hiermit selbst gestrichen. Professor Kurbach, Dr. Kirschner hier. Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Holger Kamp ist 20 Minuten über der Zeit. Nein, nein, ich mache keine Panik. Ja, ja. Ja, ich weiß, dass wir noch 10 Minuten bis zur Meldepflicht haben. Nein, diesmal bekommst du weder Miss Dickinson, noch Herrn Jeffers, noch Sir Williams. Es gibt eine neue Werkausgabe von Anne Bradstreet. Na und? Was heißt dir na und? Falls du es noch nicht mitbekommen hast, Bella Block, ich formuliere hier meinen Geburtstagswunsch. Hab ich, will ich aber nicht. Musst du ja auch nicht wollen, ist doch mein Geschenk. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Neigung, Geschmack und Humor. Sodass deine eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist ohne List, sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Die erste Strophe wird vermisst. Das war doch nicht so klein. Ich will nicht fernsehen. Bei diesem Gerät haben Sie zusätzlich die Bild-in-Bild-Funktion. Polizei nach dem vor 12 Jahren verurteilten Mörder Holger Kamp. Nach einer Meldung der Polizei unter Leitung der Psychiatrie, in der der Mann untergebracht war, ist der Sexualstraftäter von einem Freigang nicht wieder in den Maßregelvollzug zurückgekehrt. Holger Kamp ist seit seinem Prozess vor 12 Jahren Patient der Menzing-Klinik, weil er 3 Frauen gequält, missbraucht und dann getötet hat. Eine Frau überlebte damals einen Angriff. Mit ihrer Hilfe konnte man den Serientäter verhaften. Holger Kamp kommt noch immer als gefährlich. Die Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Hinweise auf vertraulich mit jeder Polizei hinzustellen. Aber Kindchen! Jetzt weiß ich wirklich nicht, ob ich erleichtert sein soll oder enttäuscht. Wieso? Erleichtert, weil du mir keinen Fernseher schenkst. Und enttäuscht, weil du ohne Verbrecher anscheinend nicht leben kannst. Doch, kann ich schon. Kannst du nicht? Hast du gerade wieder unter Beweis gestellt. Falls du es noch weißt, du hast heute deinen freien Tag. Den wolltest du ausschließlich mit mir verbringen. Weißt du überhaupt, wer da abgehauen ist? Nein, ich will es auch gar nicht wissen. Holger Kamp. Damals nannte ihn die Journalie nur die Bestie, weil er die Frauen, bevor er sie getötet hat, bestialisch quälte. Dass selbst den Hartgesottenen schlecht wurde. Er hat ihnen nämlich... Bella, bitte. Er hat ihnen Gegenstände in den Unterleib geschoben. Ich will es nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Aber mich interessiert es. Das sag ich doch. Du kannst nicht anders. Aua! Aufregung.
Professors, tut mir leid, entschuldigen Sie. Sie scheinen sehr auf sich zu entschuldigen. Oder haben Sie was mit der Entweichung des Patienten zu tun? Nein, natürlich nicht. Dann lassen Sie es. Was wir jetzt brauchen, sind die Fakten. Also. Natürlich, entschuldigen Sie. Ja, die Meldung an die Polizei ging um 17 Uhr. 16.30 Uhr hätte er zurück sein müssen. Genehmigt waren 4,5 Stunden unbegleiteter Ausgang und er wollte in der Zeit einen Ausflug nach Finkenwerder machen. Hat er aber nicht, wie wir in der Zwischenzeit wissen. Zumindest nicht mit dem Boot. Kontaktpersonen sind alle überprüft. Das heißt, dort ist er auch nicht aufgetaucht. Um Gottes Willen könnte der stecken. Und was hat er vor? Legalprognose? Ist gut, er ist lange erprobt. In 2 Jahren keine Auffälligkeiten. Hier, die habe ich im Heizungsrohr gefunden. Ist das das, was ich denke? Ja, Cyproteron-Acetat. Ist fast eine Monotration. Wenn er sein Triebdämpfungsmittel wirklich so lange nicht eingenommen hat, dann ist sein Testosteronspiegel gestiegen und es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht mehr garantieren, dass er nicht rückfällig werden könnte. Was machst du denn hier unten? Hey, was ist denn los? Alles ist gut. Ich bin bei dir. Er ist draußen. Nein. Doch. Nein. Der kommt da nicht wieder raus, das weißt du doch. Er ist draußen und er wird mich kriegen. Du bist dir absolut sicher. Dir kann nichts passieren. Ich beschütze dich. Kommst du? Gleich. Ich hab Hunger. Der Käse ist gut. Darf ich bitten? Nein. Ich würde aber jetzt gerne mit dir tanzen. Und ich würde jetzt gerne mit dir essen. Ich hab Hunger. Das guckt doch nicht so wie ein Huhn vom Schlachten. Was ist denn? Essen ist dir eben wichtiger. Als was? Als Tango tanzen? Es geht doch nicht um Tango. Um was geht es denn? Um uns, Bella. Es geht um uns. Wir leben inzwischen nebeneinander her wie Geschwister. So grundsätzlich? Prost. Vermisst du nichts? Nein. Ich liebe unser Leben so, wie es ist. Ich liebe es, neben dir einzuschlafen, neben dir aufzuwachen, dir alles zu erzählen, dir zuzuhören und zu wissen, dass wir zusammengehören. Und das reicht dir? Ja. Aber dir offenbar nicht. Block? Sie heißt Marie Kupfer. Ist 28 Jahre alt. Die Nachbarin fand sie, weil sie sich wunderte, dass die Tür offen stand. Guten Abend, Frau Block. Guten Abend. Der Tod trat vermutlich durch diesen Stich hier ein. Ging direkt in die Leber. Aber genaueres in meinem morgigen Bericht. Interessant. Sie scheint nicht vergewaltigt worden zu sein. Nein? Ich habe bis jetzt keine Antragungen. Ich meine, keine Spuren diesbezüglich gefunden. Aber es steht doch außer Frage, dass die Tat sexuell motiviert war. Alles spricht dafür. Die Abwehrverletzungen an der Streck- bzw. Ellenseite der Unterarme, die Gewalteinwirkung gegen den Hals, die Stich- und Schnittverletzungen am Körper, die genitalen Verletzungen. Aber wie gesagt, steht alles morgen im Bericht. Vielen Dank. Und? Was gibt es noch? Ja, ich meine, es sieht hier nicht so aus, als hätte sie den Nachmittag alleine verbringen wollen. Was wissen Sie darüber? Was sagt die Spurensicherung? Bisher gibt es keine Tatwaffe. Außer, dass sie vermutlich ihrem Mörder selbst die Tür aufgemacht hat, nichts. Und ob ihr Besucher sie dann tatsächlich getötet hat, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ja, ist schon gut. Das ist ja interessant.
Teichert, kommen Sie doch mal bitte. Also so wie es aussieht, hat Marie Kupfer als Krankenschwester im Maßregelvollzug gearbeitet. Und sogar in der Höhle des Löwen, in der Menzingklinik. Und dort war Holger Kamp auch Patient. Und jetzt sagen Sie bloß, Sie wissen es noch nicht. Was? Na, dass er draußen ist. Entschuldigung, ich stehe, glaube ich, gerade auf der Leitung, was? Schönen Abend, Frau Block. Ja, Wiedersehen. Ja, hören Sie keine Nachrichten? Holger Kamp ist ein vor 12 Jahren verurteilter Serienmörder, der sich heute bei seinem Ausgang abgesetzt hat. Und so wie es jetzt aussieht, muss Marie Kupfer ihn gekannt haben. Schöner ein bisschen, nicht? Frau Block. Wenn Sie gewusst hätten, dass ich es bin, hätten Sie sich dann verleugnen lassen, Herr Professor? Nein, warum? Lange her, bitte. Aber es handelt sich wieder um denselben Mann. Tja. Dass Holger Kamp geflohen ist, war leider nicht vorhersehbar. Er wurde 2 Jahre erprobt, bevor er diese Lockerungsstufe bekam. Es war nicht sein erster unbegleiteter Ausgang. Er kam immer pünktlich. Keine Auffälligkeiten, keine Schwarzfahrten, keine Drogendelikte, kein Alkohol, nichts. Nur einen neuen Mord. Wie bitte? Wir haben eine Tote. Es wurde mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen. Diesmal steckt er eine dornige Rose in ihrem Unterleib. Kommt Ihnen das bekannt vor, Herr Professor Korbach? Wir hatten so einen Fall vor 12 Jahren doch schon einmal. Damals behaupteten Sie in Ihrem Gutachten, Herr Kamp sei krank und damit strafunfähig. Und Sie versicherten, dass er mit der entsprechenden Therapie geheilt werden könnte. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg. Was soll der Zynismus, Frau Block? Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir nicht vollkommen sind. Dass es immer ein Restrisiko gibt. Holger Kamp hatte die schwere Störung der Sexualpräferenz und gehört damit eindeutig in den Maßregel und nicht in den Strafvollzug. Aber im Strafvollzug hätte er gestern keinen unbegleiteten Ausgang als Therapie bekommen. Das mag gut sein. Aber dort wäre er auch nicht therapiert worden. Dort hätte man ihn nach der vorgeschriebenen Zeit entlassen. Und das Risiko, dass er eine neue Straftat begeht, wäre 3-mal so hoch wie bei uns. 50-70% der Sexualstraftäter im Strafvollzug werden rückfällig. Bei uns 20-30%. 20-30%, Frau Block. Nur Ihre geringe Rückfallquote nützt der getöteten jungen Frau leider nichts mehr. Frau Block, was macht sich so sicher, dass Holger Kamp der Täter ist? Weil die sichergestellten Spuren am Tatort die Vermutung nahelegen, dass Täter und Opfer sich kannten. Und Marie Kupfer arbeitete als Krankenschwester in ihrer Klinik. Gottes Willen. Ziemlich nett hat er es hier. Ist das Panzerglas? Ja. Das Postgeheimnis gilt auch für Patienten des Maßregelvollzuges. Paragraph 126a der Strafprozessordnung. Ersparen Sie es uns bitte. Frau Block. Frau Block, bitte. Besorgen Sie sich einen Durchsuchungsbefehl.
Sie sind ziemlich empfindlich, Herr Professor. Aber ich übe hier auch nur meinen Beruf aus und ich muss mir einen Überblick verschaffen. Das ist alles schön und gut. Aber ich habe gerade erfahren, dass eine meiner wichtigsten Mitarbeiterinnen getötet wurde. Vielleicht haben Sie dafür auch Verständnis. Schwester Ina, begleiten Sie Frau Block zum Ausgang. Stimmt das mit Marie? Ja, das stimmt, leider. Wir haben sie gestern in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Sie wurde ermordet. Aber nicht von Holger Kamp. Was macht sie so sicher? Weil er sie... Weil er was? Den hat mir Marie geschenkt. Schön. Ein blauer Saphir. Steht für Konzentration, glaube ich. Genau, das hat sie auch gesagt. Ist das die Liste der Leute, die Holger Kamp im letzten Jahr besucht haben? Ja. Wer ist Monika Hoffmann? Ein Mörder-Groupie. Du bist wirklich gut. Du aber nicht. Wie bitte? Schlappi. Ja, sag das nochmal. Schlappi. Sag's nochmal. Schlappi. Ja, dann komm her. Sie wissen es schon, Frau Hansen. Warum wird meine Frau nicht darüber informiert, dass der Kerl draußen ist? Vollzugslockerungen und Entlassungen sind Sache der Justiz. Selbst die Polizei wird da nicht informiert. Schöne Gesetze. Einmal Opfer, immer Opfer. Jörg. Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns nicht aus diesem Grunde wiedersehen. Und deshalb möchte ich Ihnen anbieten, solange Holger Kamp draußen ist, Sie unter Polizeischutz zu stellen, wenn Sie das möchten. Ich passe auf meine Frau auf. Und wenn er sich nur 100 Meter nähert, da kann ich für nichts garantieren. Selbstjustiz hat noch nie jemandem geholfen, Herr Hansen. Am Ende sind Sie der Leidtragende. Das bin ich ja sowieso. Beziehungsweise meine Frau. Seit er draußen ist, ist alles wieder hochgekommen. Sie können sich das nicht vorstellen. Ja, bitte. Warum haben Sie Holger Kamp vor 3 Monaten im Maßregelvollzug besucht? Ich habe ihn nicht besucht. Ich wollte mich nur persönlich davon überzeugen, dass er noch drin ist. Warum hast du mir das nie gesagt? Das mache ich jedes halbe Jahr, seit ich Annette kenne. Warum? Weil er verdammt noch mal mit uns lebt. Darum. Birk.
Der Frau wurden insgesamt 27 Stichverletzungen zugefügt, wobei 12 davon zum Tode geführt hätten. Ein Übertöten. Nicht wegen der Anzahl der Stichverletzungen, sondern der Wahllosigkeit der Körperregion. Beim Täter kam es höchstwahrscheinlich zu einer ungebremsten Entladung von Emotionen wie Hass oder Wut. Gestorben ist sie an einem Stich in die Leber, so wie ich es bereits am Tatort erwähnt habe. Das führte zu Blutungen im Bauchraum. Und die Uhrzeit? So zwischen 13 und 16 Uhr. Die toxikologische Untersuchung ergab eine ganz geringe Menge Alkohol. Am Tatort stand eine geöffnete Flasche Sekt. Wenn Sie alles schon wissen, was wollen Sie dann hier? Ihren Bericht. Der wäre heute noch rausgegangen. Aber so konnte ich mich endlich mal wieder an Ihrem Lächeln erwärmen. Sie hatte einen Schwangerschaftsabbruch. Wann war das? Steht auf der nächsten Seite. Schönen Tag noch. Hallo Anke, hier ist Bella. Informieren Sie die Kollegen von der Spurensicherung. Die möchten bitte sofort in die Braubachstraße 37 kommen. Ja, das ist die Wohnung von Marie Kupfer. Ich warte hier. Also wieder nichts. Dann wird Monika Hoffmann ab jetzt überwacht. Ach, wissen Sie eigentlich, wo der Kollege Teichert bleibt? Der wollte eigentlich... Moment, ich glaube, er kommt gerade durch die Tür. Hat sich erledigt. Danke. Entschuldigung. Der Verkehr. Also, wer immer hier war, er hat etwas gesucht, aber was? Und er hatte einen Schlüssel. Kannte also Marie Kupfer. Familie, Freunde, Bekannte? Oder der Vater des vor 3 Wochen abgetriebenen Babys? Also Familie fällt schon mal weg, sie hatte keine mehr. Die sind alle vor 9 Jahren beim Autounfall ums Leben gekommen. Vater, Mutter, Bruder. Eine Bekannte behauptet, sie hatte keine Zeit für Freundschaften. Sie hat nur für ihre Arbeit gelebt. Naja, nun, also es handelt sich hier nicht um eine unbefleckte Empfängnis, ne? Von irgendwas muss sie ja schwanger geworden sein. Was hoffen Sie denn zu finden? Vielleicht einen Hinweis darauf, dass Frau Kupfer Holger Kamp näher kannte, als erlaubt war. Beziehungen zwischen Personal und Patienten sind im Maßregelvollzug strikt verboten. Unzucht mit Abhängigen ist, wie Sie wissen, eine Straftat. Ach, und daran hält sich die Liebe? Nein. Aber meine Mitarbeiter. So, das Kopieren hat etwas länger gedauert. Tut mir leid. Muss Ihnen nicht leid tun. Darf ich Ihnen Frau Block von der Mordkommission vorstellen? Dr. Kirschner, unser Stationsarzt. Frau Block vertritt die Meinung, man sollte unsere Patienten wegschließen. Und zwar für immer. Nein, das habe ich nie gesagt. Aber gemeint? Nein, auch nicht gemeint. Ich bin mir nur nicht sicher, ob im Maßregelvollzug weiterhin der Patient im Vordergrund stehen sollte. Oder nicht auch besser der Straftäter. Es gibt Gott sei Dank Gesetze, die explizit die Therapie vorschreiben. Strafe und Sühne haben mit Therapie überhaupt nichts zu tun. Und wir haben hier Patienten, denen wir helfen können. Das ist eben die Frage. 15% Ihrer Patienten sind nicht therapierbar. 85% sind es. Ach, ist die für mich? Ja, natürlich. Danke. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie was gefunden haben. Schönen Tag noch. Warten Sie auf mich? Ja.
Ich möchte gerne noch etwas mehr von Ihnen über Frau Kupfer wissen. Ja. Marie. Marie war sowas wie die Mutter Teresa der Station. Sie schien wirklich für diesen Beruf geboren zu sein und hat immer an das Gute im Menschen geglaubt. Auch an das Gute in Holger Kamp? Ja. Marie hatte immer so ein Strahlen in ihren Augen und war offen und herzlich und überhaupt nicht launisch, was ganz selten ist in dem Beruf. Und sie konnte zuhören. Stundenlang. Und die Trennung von meinem Freund, die hätte ich ohne Marie bestimmt nicht überstanden. Glauben Sie, dass Holger Kamp wieder getötet hat? Ach, das kann ich nicht sagen. Das kann niemand sagen. Ein Restrisiko besteht natürlich immer. Hatte Maria ein Verhältnis mit ihm? Davon hat sie jedenfalls nicht gesprochen, aber... Aber was? Ich hatte mal mitbekommen, dass sie versetzt werden sollte auf die 12 zu den Schizophrenen. Das würde allerdings wieder dafür sprechen. Mangelnde Distanz ist sehr gefährlich in unserem Job. In meinem auch. Ist Ihnen das schon mal passiert? Ich habe mich mal bei einer Ermittlung, das ist aber schon einige Jahre her, in einen Mann verguckt. Später stellte sich dann heraus, dass er der Mörder ist. Aber ich wollte es nicht sehen, viel zu lange nicht. Ich hätte nie gedacht, dass Mörder eine solche Faszination auf Frauen ausüben können. Aber Sie glauben gar nicht, wie viele Liebesbriefe schreiben und sie hierher schicken oder sogar die Patienten besuchen. Mörder-Groupies, wie Sie sie nennen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ein komisches Wort, aber es passt einfach. Ich habe mal einige Frauen gefragt und sie sagen, dass diesen Männern geholfen werden muss. Und dass sie das können mit ihrem Mitgefühl und ihrer Liebe. Und was denken Sie? Ich glaube, dass die meisten dieser Frauen Gewalt erlebt haben in ihrer Kindheit. Zum Beispiel Eltern, die sich schlagen und dann gleich wieder vertragen. Sie meinen, dass es für diese Frauen schwierig ist, zwischen Zuneigung und Gewalt zu unterscheiden? Ja. Und sie kennen es ja auch nicht anders. Da vermischt sich die Liebe mit der Angst. Und überhaupt spielt Angst eine große Rolle. Angst vor Nähe und Angst vom Verlassenwerden. Die, die hier drin sind, können den Frauen weder zu nahe kommen, noch können sie sie verlassen. Hilfe! Gut. Tut mir leid. Es sollte ein Scherz sein. Hier steht, dass Kamp die Frauen stellvertretend für seine Mutter umgebracht hat, die er gehasst haben soll. Ich kann das nicht mehr hören. An allem sind immer nur die Mütter schuld. Sind sie auch. Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis eines Mangels an Liebe. Hat ein Psychologe mal gesagt. Ja, wenn wir die Erkenntnisse der Psychologie nicht hätten, würde ich natürlich nichts entschuldigen möchte. Seine Mutter ist übrigens letztes Jahr an Krebs gestorben. Hier steht... Sie hat ihren Sohn in all den Jahren nicht ein einziges Mal im Maßregelvollzug besucht. Wie bedauerst du den jetzt etwa? Er hat scheinbar ein weiteres Mal gemordet. Wir müssen ihn jetzt so schnell wie möglich finden, denn die Freiheit der Wölfe bedeutet immer den Tod der Lämmer. Wo hast denn Deli erzählt? Ich wollte sie nicht töten, jedenfalls nicht gleich. Ich wollte nur ihr Sterben verlängern. Das Ende merkt man daran, dass noch mal Urin fließt. Der ist dann glasklar. Das ist ja widerlich. Auf der Straße habe ich später nur noch Opfer gesehen und mich gefragt, wie lange die sich wohl wehren würden. Ich hatte auf einmal die Macht, keiner konnte mir mehr was. Sie mussten attraktiv sein, denn ich wollte etwas Schönes zerstören. Wenn sie um ihr Leben bettelten, machte mich das nur noch geiler. Es war der absolute Kick. Auf uns. Ich hätte da bleiben sollen. Wie und? Warten, dass die Polizei kommt, oder wie? Wenn ich nur diese Rose nicht gekauft hätte. Ich muss zurück. Sag mal, spinnst du? Spricht doch alles gegen dich. Ich glaub mir, du bist hier am besten aufgehoben. Warte doch, bis die Polizei den Mörder gefunden hat, dann kannst du immer noch zurück. Das wird doch jeder verstehen. Du sollst deine Haare färben. Du wärst mit blond. Was soll die Scheiße? Hier steht, dass sich seine Gewaltfantasien immer noch hauptsächlich im Wald abspielen. Ja, nur dass Hamburg ungefähr 4000 Hektar Wald hat. Wo ist die alte Gerichtsakte?
Hier. Staatsgut Wohlstoff, wie groß ist das? Block? Na endlich. Danke, Kollegen. Ungefähr 100 Hektar. Organisieren Sie die Fahndung für Wohlstoff für morgen früh. Jetzt? Wann denn? Wollen Sie auf das nächste Opfer warten? Frau Hoffmann, bitte machen Sie endlich die Tür auf. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ich weiß doch, dass Sie da sind. Ich zähle jetzt bis drei. Und wenn Sie bis dahin nicht geöffnet haben, dann nehme ich an, dass Ihnen etwas passiert ist und dann lasse ich die Tür gewaltsam aufbrechen. Eins. Zwei. Ich bin Bella Block. Wenn Sie mich nach Holger Kamp fragen wollen, dann hätten Sie sich den Weg sparen können. Ich weiß nicht, wo er ist. Und er hat sich auch nicht bei Ihnen gemeldet? Nein. In welcher Beziehung stehen Sie zu Herrn Kamp? Muss ich das beantworten? Nein, jedenfalls nicht hier. Ich kann Sie auch auf das Kommissariat bitten oder Sie vorläufig festnehmen lassen, wegen Unterstützung einer Straftat, ganz wie Sie möchten. Holger hat mit dem Tod dieser Frau nichts zu tun. Und was macht Sie da so sicher? Ich kenne ihn. Er ist anders, als man denkt. Auch wenn Sie es vielleicht jetzt nicht glauben. Er ist sensibel. Zärtlich und verletzlich. Ich habe die Frauen gesehen, die er sensibel, zärtlich und verletzlich getötet hat. Hat er mit Ihnen auch darüber gesprochen? Da sind ganz andere schuld. Aber danach fragt ja keiner. Ist auch einfacher so. Sie meinen seine Familie. Sein Vater hat ihn regelmäßig verprügelt. Und seine Mutter, die hat ihm nicht geholfen. Die hat ihn verhätschelt, wenn der Alte nicht da war. Er durfte nicht mal Fahrrad fahren. Aus Angst, er könnte sich verletzen. Das muss man sich mal vorstellen. Wie soll so jemand gesund aufwachsen? Das schafft niemand. Aber nicht jede schlechte Kindheit führt zwangsläufig dazu, dass man ein sadistischer Mörder wird. Sie sind genauso. Wie bin ich? Sie teilen sich ihre Welt auf in zwei Hälften. Eine Seite die Täter, die andere Seite die Opfer. Das ist mein Job. Mhm. Schwarz und weiß, gut und böse. So einfach. Ich habe im Laufe der Zeit viele Opfer ansehen müssen. Abgeschlachtet, hingerichtet, gequält oder einfach nur so aus Spaß alle gemacht. Ja, ich stehe auf der einen Seite. Und ich fürchte, Holger Kamp steht immer noch auf der anderen. Das ist vollkommener Unsinn. Er wird mir nie was tun. Er liebt mich. Und er braucht mich. Ich bin der einzige Mensch, der ihn versteht. Und wo bleiben Sie dabei? Wie? Ich verstehe nicht. Sie lieben ihn. Sind Sie glücklich? Natürlich liebe ich ihn. Und glücklich sein heißt Wünsche haben, Frau Block. Tag und Nacht beschattet werden. Es ist durchaus möglich, dass Kamp hier auftaucht oder sie uns zu ihm führt. Geht in Ordnung. Danke und gute Nacht. Bist du noch wach? Ich dachte, wenn ich einschlafe, vergisst du sofort, dass ich überhaupt da bin. Denn ich weiß, du liebst mich, aber dein Beruf geht immer vor. Muss ich erst zum Mörder werden? Für dich wieder interessant zu sein?
Was ist denn los mit dir? Ich bin nicht mehr glücklich. Glücklich sein heißt Wünsche haben. Entschuldige, aber das hat mir eben eine Frau gesagt, die einen Serienmörder liebt. Und du? Bist du glücklich? Können wir darüber reden, wenn du wieder nüchtern bist? In einem halben Jahr? Vor oder nachmittags? Ich habe nun mal diesen Beruf und das hast du von Anfang an gewusst. Er ist ein Teil von mir und er ist mir wichtig, so wie dir deine Literatur wichtig ist. Und wenn ich diesen Beruf auch nur halbwegs anständig machen will, dann kostet er eben Zeit. Es geht nicht um fehlende Zeit. Um was geht es dann? Es geht darum, dass ich dich einfach nicht mehr... Wir sind uns nicht mehr nah. Weißt du, wann wir zuletzt miteinander geschlafen haben? Wann haben wir zuletzt... Ich weiß nicht mehr, was du denkst und was du fühlst. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Glücklich sein heißt Wünsche haben. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Ich wünsche mir, dass du an meinem Geburtstag mit mir Tango tanzt. Also Simon, was hast du denn jetzt plötzlich mit diesem blöden Tango? Weil er Ausdruck für alles ist, was uns fehlt. Ja, also du glaubst doch nicht im Ernst, wenn wir jetzt zusammen Tango tanzen, ist alles so wie früher. Die Menschen verändern sich doch und auch ihre Gefühle. Du bist eben nicht mehr 17 und ich nicht mehr 22. Das heißt, wir sind am Ende. Ja. Am Ende vom Anfang. Vielleicht meine ich es ernst. Simon? Simon? Wir sind am Ende. Am Ende fließt da noch etwas Urin. Und das ist der absolute Kick. Lass es uns langsam tun. Nicht, dass du mir vorher krepierst. Nein! Oh Gott. Da. Danke. Joggen oder weiter schlafen? Weiter schlafen. Ja, bitte? Ich würde gerne helfen. Nein, ich wollte fragen, ob Sie ihn schon haben.
Ich würde gerne etwas tun. Was wollen Sie? Herr Hansen, also jetzt kommen Sie erst mal rein. Guten Tag, entschuldigen Sie, ich habe mir gerade die Haare gewaschen. Verzeihen Sie die frühe Störung, Frau Block, aber ich halte dieses Abwarten einfach nicht mehr aus. Ich muss wissen, ob Sie ihn haben und deswegen wollte ich fragen, ob ich nicht... Beruhigen Sie sich. Vielleicht sollte ich einfach wieder gehen. Nein, nein, der Kaffee ist fertig und meine Frau ist immer im Dienst, gell? Ich wollte Sie nicht belästigen, es tut mir leid, es ist nur... Diese Ohnmacht, das Warten, ich muss was tun. Seien Sie für Ihre Frau da. Was sie braucht sie jetzt? Brauchen? Das Einzige, was Annette wirklich braucht, ist eine Therapie. Aber sie weigert sie vehement. Sie hat noch nie eine Therapie gemacht? Nein, ich habe schon alles versucht. Ich habe ihr sogar mit Trennung gedroht. Sie will sich nicht erinnern. Sie blendet es aus ihrem Leben aus. Sie verdrängt es. Nehmen Sie Platz. Nicht nur das Leben meiner Frau zerstört, sondern ich habe Annette 2 Jahre, nachdem es passiert ist, kennengelernt. Und ich habe mir gedacht, wenn sie erst wieder Vertrauen in Männer haben kann, dann wird alles gut. Aber nichts wurde gut. Wir haben uns eingerichtet. Dieses Kind, ich bin der Beschützer. Ich lebe freiwillig im Zölibat, wenn Sie verstehen, was ich meine. Danke. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses, dass der, der unser Leben zerstört hat, dass der hier einfach so rumläuft, dann könnte ich mich glatt vergessen. Kommen Sie bitte mit. Mensch, ey, rede normal mit mir. Das ist doch gut. Ja, das ist besser. Jungs. Tag, Frau Block. Guten Tag. Entschuldigen Sie das Chaos. Wir suchen ein Messer, das nach dem Frühstück nicht abgegeben wurde. Also, meine Herren, was soll das? Sie wissen, dass wir jeden Zentimeter umkrempeln und dass wir das Messer früher oder später doch finden. Okay, ich möchte, dass dieses Messer in 5 Minuten hier auf dem Tisch liegt. Also ab. Halt mich brauchen. Wiedersehen. Guten Tag. Herr Professor, ich habe noch eine Frage. Sie haben die Versetzung von Marie Kupfer auf eine andere Station angeordnet. Was war dafür der Grund? Sie war gefährdet. Ich habe die Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ich dachte, es gibt keine privaten Beziehungen zwischen Patienten und Personal. Gibt es auch nicht. Und warum sollte dann Frau Kupfer versetzt werden? Es war im Abflussrohr des Waschbeckens. Ach, Salina. Herr Friedrichs, was soll denn das? Wir reden mal miteinander jetzt, ja? Kommen Sie, wir gehen in mein Büro. Versetzen Sie alle, die Gefühle zeigen? Kamp hat keine Gefühle.
Kamp hat nur Selbstmitleid. Und Frau Kupfer? Marie. Marie war viel zu jung, um das einschätzen zu können. Marie? Ja. Marie Kupfer. Wie gut kannten Sie Marie Kupfer? So gut wie ein Klinikchef seine Krankenschwester eben kennt. Mehr nicht? Was wollen Sie? Also ich habe mich vor 5 Wochen von ihr getrennt. Darf ich fragen, warum? Das geht Sie nichts an. Sie stehen hiermit unter Mordverdacht, Herr Professor Korbach. Das ist lächerlich. Vielleicht haben nicht Sie Frau Kupfer, sondern Frau Kupfer Sie verlassen. Damit hätten wir das klassische Motiv, Eifersucht. Sind Sie der Vater des Babys? Welches Baby? Frau Kupfer war schwanger, beziehungsweise sie hatte einen Schwangerschaftsabbruch. Weiß ich nichts davon. Wo waren Sie am Dienstag zwischen 12 und 18 Uhr? Was ist denn mit deinen Gedanken? Ich dachte, der ist ganz praktisch hier draußen. Gefällt er dir? Komm, probier mal an, hä? Irgendwie ganz schön hier draußen. Romantisch. Ich bin sicher, dass es Korbach war. Kommst du denn darauf? Ihm hat's nicht gepasst, dass sie und ich. Was? Der will mich ans Messer liefern. Der wusste aus meinen Akten ganz genau, wie ich's gemacht habe. Dieser Schwein! Den zeige ich an. Was willst du der Polizei sagen? Dass du da warst, aber du hast es nicht getan? Du, die glauben dir doch kein Wort. Wollen wir? Warum machst du das eigentlich alles für mich? Weil ich dich mag. Und weil ich denke, dass du genug durchgemacht hast in deinem Leben. Ich bin aber ein Mörder. Ich weiß. Ich habe Frauen umgebracht. Ja, ich weiß. Und von mir hast du keine Angst. Nein. Die haben mir gesagt, ich werde nie wieder gesund. Das ist wie, ja, wie wenn du Alkoholiker wärst. Ah. Therapeuten, vergiss es. Die behandeln die Leute doch nur nach ihren eigenen Neurosen. Na, du musst es ja wissen. Haben sie dir gesagt, du sollst Frauen meiden? Nimm mich. Was? Wir werden es denen beweisen. Komm. Schlaf mit mir. Lass den Quatsch. Schlaf mit mir. Ich kann nicht. Doch. Doch, du kannst. Du kannst. Lass dich fallen.
Block? Natürlich. Das ganze Programm. Der Förster meint, das Zelt ist neu. Das hat bei seinem letzten Rundgang vor 3 Tagen noch nicht da gestanden. Gut getarnt. Also überzeugen wir uns. Alles soweit bereit. Ich habe Glück. Also, schauen wir mal. Mist. Naja, wäre auch zu schön gewesen. Nein, nix! Hey, fahr langsamer, verdammt noch mal. Du sollst langsamer fahren. Hey! Geh runter vom Gas oder willst du uns umbringen? Wir sind wie Bonnie und Clyde. Die kriegen uns nicht. Wenn du so schnell fährst, kriegen wir nicht mal die nächste Kurve. Ja, ja. Ja, du hast ja recht. Wir müssen aufpassen. Aber uns kann ja nichts passieren. Du hast ja den 7. Sinn. Blödsinn. Du, das war verdammt knapp. Wenn du den Hund nicht gehört hättest, da hätten die uns jetzt gekriegt. Mich? Die hätten mich gekriegt. Nein. Die hätten uns gekriegt, uns. Mich wegen Beihilfe oder unterlassener Hilfeleistung, oder wie das heißt. Wer einen Gefangenen befreit oder zur Entweichung verleitet, muss mit 3 Jahren Gefängnis rechnen. 3 Jahre? Dass du alles weißt. Es war schön vorhin. Blödsinn. Weg ist das Ziel. Weißt du, für Frauen ist der Orgasmus sowieso nicht so. Ich meine, wir kriegen das schon hin. Wir haben ja Zeit. Wir fangen ganz neu an. Ich zeig dir, was ich mag, und du sagst mir, was dir gefällt. Wir fangen ganz vorsichtig an, ja? Wir halt endlich die Fresse. Ich weiß, wo wir jetzt hin können. Wie viele Hunde sind im Einsatz? 2 hier, die anderen sind noch an der Staffel. Wieder nichts? Wieder nichts. Aber er war hier. Und wo wissen Sie das so genau? Letztendlich bestätigen wird das die Spurensicherung, aber es sieht alles danach aus. Und er war nicht allein. Aha. Und warum nehmen Sie Frau Hoffmann nicht einfach fest und verhören Sie so lange, bis sie sagt, wo der Kampf ist? Weil es keinen Sinn hat. Ach, das müssen Sie mir erklären, Frau Block, wieso ein Verhör plötzlich keinen Sinn hat. Sie liebt ihn. Ja, na und? Sie waren vermutlich lange nicht verliebt. Sonst wüssten Sie, dass wir mit Frau Hoffmann im Moment alles machen können. Sie würde trotzdem kein Wort über ihre Lippen bringen. Und jetzt? Ich habe einen bestimmten Plan und ich hoffe, dass er klappt. Sie machen mich neugierig, Frau Block. Das ist gut so. Das war der erste Brief vom 26. Februar. Den hat er mir geschrieben, nachdem das mit ihm und der Klinik im Fernsehen kam. Was macht Holger Kamp eigentlich so anziehend? Ihm wurde Unrecht getan in der Kindheit. So wie Ihnen. Ihr Vater hat Sie doch auch geschlagen, oder? Und Ihre Mutter? Was hat sie getan? Hat sie Ihnen geholfen? Sich schützend vor sie gestellt? Oder hat sie auch zugeschlagen, weil sie Angst hatte? Fühlen Sie sich deshalb zu Holger Kamp so hingezogen, weil Sie das gleiche Schicksal haben? Und wenn es so wäre? Dann kann ich Ihre Gefühle sehr gut verstehen. Ach, wirklich? Ich möchte, dass er wieder Vertrauen hat zu den Menschen. Und ich möchte ihm eine Perspektive für sein Leben bieten. Es klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ich glaube, dass Liebe den Menschen verändern kann. Das klingt überhaupt nicht pathetisch, Frau Hoffmann. Ich habe eine sehr große Bitte an Sie. Bist du fertig? Nee. Das
dauert, wenn man es richtig gut machen möchte. Dann mach's noch halb gut, aber fair. Ein bisschen Geduld würde dir ganz gut tun. Also wenn einer von uns beiden Geduld hat, dann ja wohl ich. Es war nicht so gemeint. Und warum hast du es dann gesagt? Es war in einem anderen Zusammenhang. Aber gemeint hast du es, oder? Nein, habe ich nicht. Oh Gott, ich muss doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es ging ums Gemüse, nur darum. Genau das glaube ich dir nicht. Was glaubst du denn überhaupt? Du glaubst doch nicht mal dir selber. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Überall lauert das Böse. Dann hilf mir. Was glaubst du denn, was ich tue, seit ich dich kenne? Ich dachte, du liebst mich. Das tue ich doch auch. Sonst wäre ich längst über alle Berge. Hätte ich mir eine Frau gesucht, mit der ich lachen kann, die fröhlich ist, unbeschwert. Die mit dir schläft. Ja, genau, das auch. Du darfst mich nicht verlassen. Musst du nicht. Ich bring dich hin. Aber du gehst ja gleich wieder. Ich muss arbeiten. Kannst du nicht da bleiben? Hätte ich meine eigene Kneipe dann. Also doch. Was? Ich es hasse, deine ständigen Vorwürfe. Warum hast du nicht schon längst deine eigene Kneipe? Mach's doch endlich. Aber du hast nicht den Mut dazu. Du bist so feige, Verantwortung zu übernehmen. Du bist einfach viel zu bequem. Weißt du, wie mich das ankotzt? Soll ich dir mal sagen, was mich ankotzt? Diesen beschissenen Hotel-Job, den habe ich nur wegen dir angenommen. Weil du abends Angst hast, alleine zu sein. Weil du ständig einen Babysitter brauchst. Unser ganzes Leben, das dreht sich nur noch um dich. Und ich gehe dabei kaputt. Und das merkst du gar nicht. Schade, dass das nicht zu Ende gebracht hat, hä? Dann hättest du es viel besser gehabt in deinem Leben. Dann hättest du schon längst deine eigene Kneipe. Ja, manchmal denke ich, wie es wäre, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Und du mir dein ganzes Leben versaut hättest. Sag's doch endlich. Simon? Hier. Hier für dich. Mein Geburtstag ist erst am Samstag. Dann nimm es als Anzahlung. Danke. Was machst du denn hier? Ich befreie meine alten Tonbänder vom Abrieb. Ja, kann das auch gar nicht anhalten, sonst pappt das alles wieder fest. Dann kann ich sie wieder spielen. Warum ausgerechnet heute Abend? Bis zu meiner Party am Samstag ist nicht mehr lang hin. Da will ich meine eigene Musik spielen. Einmalige Aufnahme. Du hast doch deine Lieblingsstücke alle auf CD. Das ist nicht dasselbe. Ach nee. Dan Bradstreet. Danke. Also das kann doch nicht wahr sein. Die müssen da trocknen. Ja, das ist Hydrolyse, das kannst du gar nichts gegen machen. Trotz Verpackung kommt da immer Luftfeuchtigkeit dran. Deine Hydrolyse interessiert mich nicht. Du, es war ein harter Tag, ich hab Hunger. Ich bin völlig kaputt. Nee, das rettet mich jetzt auch nicht mehr. Ich hab mich so auf Birnen, Bohnen und Speck gefreut. Sie sind der Vater von Marie Kupfers Baby und Sie haben auch gewusst, dass sie schwanger war. Sie haben die Briefe gefunden? Ja. Wo waren Sie? Was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Fakt ist, dass Sie die Wohnung von Frau Kupfer daraufhin durchwühlt haben. Was hatten Sie zu verbergen? Bitte, was hat eine mögliche Vaterschaft mit dem Tod von Frau Kupfer zu tun? Spielen Sie nicht den Naiven, das steht Ihnen nicht. Sie haben damit ein Motiv. Das wäre? Eifersucht. Und Sie wären nicht der erste Mann, der eine Frau tötet, um sie zu halten. Ich kenne die Statistik. Ich habe Marie nicht getötet, ich habe sie geliebt. Darum haben Sie sich ja auch von Ihrer Ehefrau getrennt, um Ihre Beziehung zu Frau Kupfer auf eine reale Basis zu stellen. Oh, Frau Block, Sie sind manchmal so verdammt selbstgerecht, als wären Sie die Einzige, die versteht, wie Leben funktioniert. Regine und ich waren so lange verheiratet, wie Marie alt ist. 28 Jahre ist eine lange Zeit. Die prägt. Die verbindet. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber ich kann meine Frau nicht verlassen. Als Marie mir gesagt hat, dass sie ein Kind erwartet, habe ich es versucht, aber es ging nicht.
Wissen Sie, meine Frau wollte immer Kinder. Aber sie kann keine bekommen. Das konnte ich ihr nicht antun. Hat Marie Sie deshalb verlassen? Sie hat das Kind entsorgt, als wäre es ein Kleidungsstück, das einem nicht mehr gefällt. Ich wäre zu meiner Vaterschaft gestanden. Sie meinen, Sie hätten gezahlt? Ich wäre mehr als ein Sonntagsvater gewesen. Leider spricht vieles gegen Sie. Sie hatten ein Motiv, Sie kannten Kamps Tatmuster und Sie wussten von der Beziehung Ihrer Geliebten zu Kamp. Mag sein. Aber haben Sie irgendwelche Beweise, dass ich Marie getötet habe? Nein. Gut. Dann kann ich ja gehen. Frau Hansen, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es wird nicht leicht für Sie. Möchten Sie einen Kaffee? Danke, nein. Es ist die einzige Chance, die wir haben. Und leider geht es nicht ohne Sie. Aber es bleibt bei unserer Verabredung. Wenn es für Sie zu viel wird, hören wir auf. Versprochen? Okay. Das ist Frau Hansen. Frau Hansen, das ist Frau Hoffmann. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Hansen wurde vor 12 Jahren von Holger Kamp missbraucht. Sie überlebte, weil sie Glück hatte. Ein Zufall. Mit ihrer Hilfe wurde dann ein Phantombild erstellt, das uns später half, den Täter zu fassen. Seit das passiert ist, habe ich Angst. Ich habe meinen Job verloren deshalb. Ich bin Krankengymnastin. Aber ich konnte mit den Patienten nicht mehr allein sein. Ich konnte sie nicht mehr anfassen. Das war furchtbar. Er hat geschrien. Er hat mit dem Messer. Überall war Blut. Und er hat mich immer und immer wieder geschlagen. Und wenn ich ohnmächtig wurde. Frau Hansen, Sie müssen nicht über die Tat sprechen. Dann hat er mit dem Stock. Erzählen Sie von Ihrem jetzigen Leben. Ich habe keins mehr. Können Sie uns das etwas näher erläutern? Ich lebe nicht, ich überlebe. Ich bringe irgendwie die Zeit rum. Am Morgen hoffe ich, dass es Abend wird und am Abend hoffe ich, dass es Morgen wird und dass mein Leben endlich vorbei ist. Dass es endlich dunkel wird und dass alles ein Ende nimmt. Aber ich habe nicht den Mut, das selber zu tun und mein Mann kann es auch nicht, obwohl es ihm ohne mich viel besser gehen würde. Ich bin ihm eine Last. Ich hasse mich dafür. Bei allem Respekt vor Ihrem Leid, aber ich meine, was habe ich damit zu tun? Ich kenne Sie gar nicht. Warum muss ich mir das Ganze hier anhören? Weil Frau Hansen, bevor sie auf Holger Kamp traf, eine lebenslustige junge Frau war, mit Hoffnungen und Perspektiven für die Zukunft. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Sie sind das geborene klassische Opfer.
mangelt ihnen an Selbstvertrauen und Bestimmtheit. Ja, das weiß doch jedes Kind, dass man sich wehren kann. Muss. In den ersten Minuten entscheidet sich, ob es zu einer Vergewaltigung kommt oder nicht. Der Mann testet alles Mögliche vorher. Und wenn die Frau sich kooperativ zeigt, dann... Wollen Sie damit sagen, das ist alles meine Schuld? Jedenfalls sind Sie nicht unschuldig an Ihrer Situation. Frau Hoffmann, das ist doch Unsinn. Das ist Wissenschaft, Frau Block. Es gibt Opfer und Nicht-Opfer. Opfer sind immer unsichere Frauen, die das nach außen hin auch zeigen, durch ihren Gang, Blick auf den Boden oder sowas. Einer starken Frau tut man nichts. Also das ist doch jetzt blanke Theorie. Keiner von uns beiden könnte wirklich sagen, wie er sich in einer solchen Ausnahmesituation verhalten würde. Zu einer Vergewaltigung gehören immer zwei. Einer, der es tut, und der andere, der es mit sich machen lässt. Frau Hoffmann, es reicht. Ja, dann kann ich jetzt wohl gehen. Tut mir leid, wenn ich etwas direkt geworden bin, aber hören Sie endlich auf, die Opferrolle zu spielen. Dann geht es Ihnen noch besser. Allerdings würden Sie dann nicht mehr bedauert werden. Und das brauchen Sie scheinbar zu Ihrem Leben. Bitte. Ich weiß nicht, was das alles hier soll. Ich weiß es wirklich nicht. Bitte, Frau Hoffmann. Ja, auf Wiedersehen. Sie schläft jetzt. Der Arzt hat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Ihr Mann ist bei ihr. Ich habe genau das Gegenteil von dem erreicht, was ich erreichen wollte. Die eine habe ich wieder zum Opfer gemacht und die andere ist oben auf. Und wir wissen immer noch nicht, wo Kampf sich aufhält. Großartig. Aber es hätte auch klappen können. Nein. Wenn man es richtig bedenkt, war es ein grober Fehler. Mein Fehler auf Kosten von Frau Hansen. Hallo? Oh, hallo, guten Tag. Guten Tag. Das ist eine echte Friedensware. Eine A77 MK4 mit stabilen Dreimotorenlaufwerk. Elektronisch geregelten Motoren. Wollen Sie sich die Tonbandmaschine anschauen? Nein, ich möchte Sie etwas fragen. Ich hätte auch noch ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie. Eine Schallplattenwaschmaschine, mit der kann man die guten alten Vinylplatten reinigen. Soll ich sie holen? Die ist auf dem Lager. Ein absolutes Einzelstück. Danke, ich kaufe nichts. Was wollen Sie, wenn ich fragen darf? Ich möchte etwas über Ihre Angestellte, Monika Hoffmann, wissen. Und was? Am besten alles. Ja, Frau Hoffmann. Sie ist für die Haushaltsauflösungen bei mir zuständig und die macht sie zu meiner vollen Zufriedenheit. Sie ist äußerst korrekt und immer pünktlich. Lass doch die Sonne rein. Ist ja so schön heute. Aber du, durch die Gardinen sieht man sowieso nichts. Und hier bist du absolut sicher. Das hast du im Zelt auch schon gesagt, und? Aber was kann ich denn dafür, dass die das Zelt... Ich meine, und... Die Idee mit dem Forst, die kam ja von dir, nicht von mir.
Ich hätte... Hätte. Haben wir aber nicht. Schön, dass du wir gesagt hast. Was? So schlimm? Willst du reden? Vielleicht bin ich zu alt für meinen Beruf. Ich habe keine Kraft mehr, keinen Mut. Ich mache Fehler auf Kosten anderer. Bin unsensibel. Heute hat mir jemand gesagt, ich wäre selbstgerecht. Zynismus hat man mir auch schon vorgeworfen. Ausgerechnet, weil ich das so hasse bei anderen. Ja, du bist einfach überarbeitet. Das gibt sich wieder. Nee, ich glaube das mehr. Ich kann nicht mehr. Es wächst mir alles über den Kopf. Es macht mich krank, dass Holger Kamp immer noch draußen ist. Dass ich immer noch keine brauchbare Spur in diesem Mordfall habe. Ich habe kein Gespür mehr. Ich komme mir vor, als stünde ich in einem stockfinsteren Wald und finde den Ausgang nicht. Aussteigen. Wahrscheinlich fängt es an zu regnen. Komm, wir fahren wieder zurück. Bella. Ach, das ist doch albern. Das ist nicht albern, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich den Tag morgen halbwegs überstehen will, dann brauche ich Schlaf und keine Nachtwanderung. Gut, wenn du willst. Frische Luft hat ja noch nie jemandem geschadet. Wie lange willst du denn jetzt noch laufen? Bremen, Kiel oder Vladivostok, was ist dir lieber? Gleich kommt der böse Wolf mit Rotkäppchen im Bauch vorbeigeschlichen. Geht's jetzt längs? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du bist gut. Du, ich bin so müde. Komm, jetzt gehen wir da längs. Hast du keine weißen Kieselsteine gestreut, die uns beim Mondenschein heimleuchten? Ich habe dummerweise wieder Brötchen abgeworfen und diese Vögel. Also das Farnkraut, das war vorhin nicht hier, das weiß ich genau. Das heißt, wir sind falsch. Ach, und was steht da? Der böse Wolf, oh. Also sag bloß, du hast es die ganze Zeit gewusst. Wir sind nicht da rausgekommen, wo wir reingegangen sind. Und trotzdem steht das Auto da. Die hat uns ausgetrickst. So simpel ist das. Sie hat uns ganz einfach ausgetrickst. Simon Abendroth, du bist ein wunderbarer, kluger Mann. Mhm. Danke dir. Ich habe meine Marmelade noch gar nicht probiert. Rhabarber, Erdbeer. Besonders gut dieses Jahr. Bei uns kriegen wir immer nur Kirsch. Tja.
Hättest du was gesagt, hätte ich dir die letzten 3 Jahre welche mitgebracht. Lebensmittel mitzubringen ist verboten. Das weißt du doch. Naja, hab ich vergessen. Ist auch egal. Jedenfalls kriegst du jetzt die Marmelade, die du magst. Der wievielte ist heute? Wieso? 21. Die Beerdigung war gestern. Und wo willst du jetzt hin? Zum Grab. Wie? Tu das nicht. Das ist eine Falle. Ist mir doch scheißegal. Ja, bei mir nicht. Willst du dann alles wieder kaputt machen? Was soll ich denn kaputt machen? Ist doch schon alles im Arsch. Ich habe diese Frau geliebt, verstehst du? Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jemanden geliebt. Du, aber wir beginnen doch jetzt ein neues Leben. Du und ich. Hör auf, mach dir nichts vor, wir sind kein Paar. Aber du brauchst mich doch. Ich brauche niemanden. Woher haben Sie gewusst, dass Frau Hoffmann nicht zu Hause ist? Mein drittes Auge. Die Kollegen bleiben dabei. Frau Hoffmann hat das Haus seit gestern Mittag nicht verlassen. Ihr Auto ist auch noch da. Und was ist mit dem Hinterausgang? Bodenkeller? Wurde alles überprüft. Also sie kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Ich wette mit Ihnen, da wo Monika Hoffmann ist, ist auch Holger Kamp nicht weit. Die Fahndung läuft bereits. Ach, Teichert, Sie können auch Tango tanzen, oder? Ja, warum? Könnten Sie mir nicht mal ein paar Schritte aufmalen? Ich bräuchte die... Für die Ermittlung? Ja, genau. Gib den Schlüssel her. Tu das nicht. Da wimmelt's von Polizei. Die sperren dich wieder in die Klinik. Woher willst du das wissen mit der Polizei? Nachdem die von mir nichts erfahren haben. Du hast mit dem Bullen gesprochen. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Von wegen Falle. Das hier ist die Falle. Wie viel haben sie dir angeboten, dass du mich hier festhältst? Sowas darfst du nicht immer denken. Wie viel? Nichts. Ich schwöre dir, nichts. Ich liebe dich doch. Dann gib mir den Schlüssel. Gehst du dort für immer? Gib mir den Schlüssel. Nein. Komm her. Komm zu mir. Bitte. Tu mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich liebe dich nicht und kapier das endlich. Und was war mit den 3 Jahren? Da habe ich dich auch nicht geliebt. Du hast mich besucht, wir haben uns unterhalten und du hast mich abgelenkt. Ach so. Und was sagt mir? Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Und jetzt gib mir den Schlüssel ganz. Was sonst? Willst du mich auch umbringen wie die anderen, ja? Halt die Klappe. So wie du Mariko vorn gebracht hast? Du sollst die Schnauze halten. Ja. Mit 1000 Messerstichen quälen? Kann nicht so leicht, jemanden tot zu machen. Die Stiche müssen passen. Die müssen tief drin sein. Marie um und dann trauern Sie um sie. Kapp, beruhigen Sie sich! Warum? Warum haben Sie sie umgebracht? Haben Sie es nicht ausgehalten, dass Marie mich liebte? Liebte?
ab, hören Sie zu. Ich weiß, dass Sie Marie Coupon nicht getötet haben. Aber ich habe Sie auch nicht umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Wir haben Sie beide nicht getötet. Und wir haben Sie beide geliebt. Aber im Gegensatz zu Ihnen werde ich wegen Mordes gesucht. Dann stellen Sie sich. Mit Ihrer Hilfe kann man das Verbrechen aufklären. Geht nicht. Einmal Mörder, immer Mörder. Das will ich nie wieder los. Das klebt an mir für immer. Kamp, hören Sie auf mit Ihrem Selbstmitleid. Dann kann ich... Was dann? Werde ich dann entlassen, ja? Macht das Marie wieder lebendig? Was erzählen Sie mir für eine Scheiße? Aus meinen Akten wussten Sie ganz genau, was ich und wie ich es getan habe. Und dann passt Ihnen nicht, dass Marie und ich zusammen waren. Warum sollte ich Ihnen glauben? Weil ich Ihnen auch glaube, Kamp. Kommen Sie mit mir zurück. Dann kann ich mich für Sie einsetzen. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich hab Marie wirklich gern gehabt. Wenn das bei mir überhaupt geht. Ich hätte nie was tun können. Ich würde mein ganzes scheiß verpfuschtes Leben führen. Wenn Marie dann... Oh mein Gott. Und ich habe Ihnen fast geglaubt. Kamp. Kamp, das bringt doch nichts! Ja. Ja. Man soll eben nie aufgeben. Es sind immer viele Wege, die nach Rom führen. Sie hatten recht mit Ihrer Vermutung. Das Antiquariat verfügt über ein Auto, einen weißen Lieferwagen. Die Kollegen überprüfen gerade, ob er in der Garage steht. Ich möchte, dass Sie persönlich dorthin fahren und alle Wohnungsauflösungen des letzten Jahres überprüfen. Vielleicht hat sie ja Kamp in einem der leerstehenden Häuser versteckt. Was machen Sie da eigentlich? Block? Also, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich komme. Monika Hoffmann wurde lebensgefährlich verletzt. Das mit den Wohnungen können Sie sich schenken. Also, die ganze Bagage zum Wiesenretter 19 und ich fahre ins Krankenhaus. Hier. Und? Sie steht immer noch unter Schock. Die Verletzungen sahen schlimmer aus, als sie wirklich sind. Sie hat Glück gehabt, gewissermaßen, wenn man das so sagen darf. Mit ein paar Stichen haben wir sie nähen müssen, aber jetzt können Sie zu ihr, wenn Sie wollen. Danke. Wie geht es Ihnen, Frau Hoffmann? Er wollte mich umbringen. Ich habe geschrien und geschrien, aber hat mich ja keiner gehört. Das war so schrecklich. Wissen Sie, wo Herr Kamp sich jetzt aufhalten könnte? Sicher am Grab von dieser Marie. Da war er, aber er ist uns leider entwischt.
Sie hatten recht. Der Mann ist gefährlich. Der ist lebensgefährlich. Der Arzt sagte mir, dass es schlimmer aussieht, als es ist. Das steckt doch nicht in meinem Körper. Er hat immer und immer wieder auf mich eingestochen. Er ist ein Mörder. Sie müssen ihn kriegen, hören Sie? Der hat mein Leben zerstört. Der hat alles kaputt gemacht. Wie meinen Sie das? Es wird später noch mal ein Kollege vorbeikommen wegen des Protokolls. Gute Besserung. Hier die Tatortfotos. Es ging ja ausnahmsweise mal schnell. Und wie geht's ihr? Entschuldigung, es war eine doofe Frage. Ich bin in der Gerichtsmedizin, wenn Sie mich brauchen. Britta, wollen Sie da Wurzeln schlagen? Die Fahndung läuft. Ich stelle mich dann hier. Kann man das Haus gut sehen? Ja. Laut Aussage des schwerverletzten Opfers Monika Hoffmann hat Holger Kamp, besser bekannt als die Bestie, wieder zugeschlagen. Es ist nun schon die zweite Tat nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug. Erst vor ein paar Tagen wurde die schwer misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden. Werfen Sie doch bitte mal einen Blick auf die Fotos. Eine würde nicht genügen. Dann eben zwei oder drei. Ich muss wissen, ob die Frau sich die Verletzungen selber zugefügt haben könnte. Das ist sehr wichtig. Das hier auch. Wir warten auch auf ein Ergebnis. Lieber Doktor, ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Nicht anwesende Kollegen können warten. Besonders empfindliche Bereiche wie Augen, Mund, ich vermute auch Brustwarzen, wurden ausgelassen. Es gibt eine Seitenbetonung der Schnitte. Die Verletzungen sind in Reichweite der Hände und Abwehrverletzungen fehlen völlig. Es könnte gut sein, dass sich die Frau das alles selbst zugefügt hat. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es kratzt so schön. Was soll das, Gerda? Warum? Los, sag's! Hilfe! Warum hast du das getan? Warum? Beantworten Sie ihm doch seine Frage, Frau Hoffmann. Herr Kamp, ganz ruhig. Seien Sie vernünftig. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe dir nichts getan. Ich weiß, dass Sie es nicht getan haben. Frau Hoffmann, sagen Sie uns doch bitte, warum Sie sich Ihre Verletzungen selber zugefügt haben. Das ist doch nicht wahr. Der war das. Der wollte mich töten. Nein, Sie haben sich Ihre Verletzungen selber zugefügt. Der Gerichtsmediziner hat es mir gerade bestätigt. Also warum? Dann sage ich es Ihnen, Frau Hoffmann. Sie konnten es nicht verwinden, dass Holger Kamp Ihre Liebe nicht erwidert hat, wo Sie doch so viel für ihn getan haben, ihn regelmäßig besucht und ihm auch jetzt sehr geholfen haben. Aber Holger Kamp ist undankbar. Er will raus aus ihrem goldenen Käfig und an das Grab von dieser anderen Frau. War es so? Und dafür soll er büßen. Dann lieber zurück in den Maßregelvollzug. Da haben Sie ihn nämlich sicher. Da kann er Ihnen nicht mehr weglaufen. Haben Sie deshalb auch Marie Kupfer getötet?
Leugnen hat jetzt keinen Zweck mehr, Frau Hoffmann. Haben Sie Marie Kupfer getötet? Du hast mir nicht gesagt, dass du Ausgang hast. Aber während meines Besuchs, als ich es dann erfahren habe, da habe ich sofort gewusst, wo du bist. Sie hatte fast nichts an, als sie die Tür aufgemacht hat. Und sie hat gesagt, ihr seid ein Paar. Und ich soll gehen. Ich habe nicht geglaubt, dass du nicht da bist. Dann hat sie gesagt, Schluss jetzt mit dem Spaß und ich soll jetzt endlich gehen. Aber ich wollte nicht. Ich wollte, dass wir uns begegnen und dass du siehst, dass du nicht zwei Frauen haben kannst. Sie hat sich dann zu mir an den Tisch gesetzt und hat gesagt, dass es so schön ist mit euch. Und dass du mich sowieso wahrscheinlich gar nicht mehr sehen willst. Und dann hat sie gesagt, das ist doch alles albern. Du rennst dem nach. Der will nichts von dir. Und ich würde euer Glück nur stören. Zu ihrem Erfolg. Ebenfalls. Ebenfalls? Er ist nicht rückfällig geworden und er hat Gefühle gezeigt. Das ist ihr Verdienst. Nee, nicht meiner. Maßregelvollzug. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er draußen eine Zukunft hat. Das muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden. Das hätte ich mir nicht gedacht. Was? Dass Sie Ihre Meinung ändern können. Und nicht dran festhalten, um Recht zu behalten. Entschuldigen Sie, dass ich Sie zynisch genannt habe. Aber Sie haben es genauso gemeint. Ja. Ach, habe ich das eben richtig verstanden, dass Sie sich bei mir entschuldigt haben, obwohl Sie doch auf das Wort allergisch sind? Sie können es auch nicht lassen, was? Doch, aber ich will es nicht. Ich habe Sie in eine schlimme Situation gebracht. Das tut mir leid. Aber ich dachte, ich hätte alles unter Kontrolle. Bitte. Vielen Dank. Ich glaube, das war ganz gut so. Ich habe begriffen, dass ich selber was tun muss. Wollen Sie kurz reinkommen? Nein, danke. Ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk abholen. Ja, dann grüßen Sie Ihren Mann von mir. Mache ich. Tschüss. Tschüss. Hallo, Bella. Hallo. Hallo. Das Geburtstagskind. Simon. Simon. Schenke groß oder klein, aber immer gedient. Wenn die Bedachten, die Gaben wie. Oh, die fehlende erste Strophe. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und was ist das? Ein Klavier. Eine Schallplattenwaschanlage. Damit kannst du deine Vinylplatten reinigen mit einem Gemisch aus destilliertem Wasser und Alkohol. Steht aber alles in der Gebrauchsanweisung. Und hier oder hiermit, ich weiß es nicht genau, damit kannst du sie trocknen, damit sie nicht wieder in unserem Backofen landen. Bella, ich liebe dich. Wegen des Geschenkes? Nur deswegen. Und, was ist jetzt? Ja, dann. Moment. Ja,
klar, das sind die Männerschritte und ich bin der Mann. Weil ich habe die Führung. Hm. Und das ist Foxtrott. Siehst du, den kenne ich auch nicht. Nein, ich will nicht, dass du kommst. Ich habe keine Zeit. Ich. Okay, wenn du es unbedingt hören willst, ich bekomme Besuch. Das ist meine Sache. Dein Zimmer sieht aus wie immer. Nichts fehlt. Erst 17 Minuten über der Zeit. Vielleicht hat er die U-Bahn verpasst. Ja, dann hätte er anrufen müssen. Das haben wir oft genug besprochen. Vielleicht hat er kein Kleingeld. Jetzt hören Sie auf, eine Entschuldigung für ihn zu suchen, Schwester Ina. Die nächste Lockerung hat sich Holger Kamp hiermit selbst gestrichen. Professor Kurbach, Dr. Kirschner hier. Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Holger Kamp ist 20 Minuten über der Zeit. Nein, nein, ich mache keine Panik. Ja, ja. Ja, ich weiß, dass wir noch 10 Minuten bis zur Meldepflicht haben. Nein, diesmal bekommst du weder Miss Dickinson, noch Herrn Jeffers, noch Sir Williams. Es gibt eine neue Werkausgabe von Anne Bradstreet. Na und? Was heißt dir na und? Falls du es noch nicht mitbekommen hast, Bella Block, ich formuliere hier meinen Geburtstagswunsch. Hab ich, will ich aber nicht. Musst du ja auch nicht wollen, ist doch mein Geschenk. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Neigung, Geschmack und Humor. Sodass deine eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist ohne List, sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Die erste Strophe wird vermisst. Du sollst doch nicht so klein nehmen. Ich will nicht fernsehen.
Bei diesem Gerät haben Sie zusätzlich die Bild-in-Bild-Funktion. Die Polizei nach dem vor 12 Jahren verurteilten Mörder Holger Kamp. Nach einer Meldung der Polizei unter Leitung der Psychiatrie, in der der Mann untergebracht war, ist der Sexualstraftäter von einem Freigang nicht wieder in den Maßregelvollzug zurückgekehrt. Holger Kamp ist seit seinem Prozess vor 12 Jahren Patient der Menzenklinik, weil er 3 Frauen gequält, missbraucht und dann getötet hat. Eine Frau überlebte damals einen Angriff. Mit ihrer Hilfe konnte man den Serientäter verhaften. Holger Kamp kommt noch immer als gefährlich. Die Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Hinweise auch vertraulich mit jedem Polizeidienststelle. Aber Kindchen! Jetzt weiß ich wirklich nicht, ob ich erleichtert sein soll oder enttäuscht. Wieso? Erleichtert, weil du mir keinen Fernseher schenkst. Und enttäuscht, weil du ohne Verbrecher anscheinend nicht leben kannst. Doch, kann ich schon. Kannst du nicht? Hast du gerade wieder unter Beweis gestellt. Falls du es noch weißt, du hast heute deinen freien Tag. Den wolltest du ausschließlich mit mir verbringen. Weißt du überhaupt, wer da abgehauen ist? Nein, ich will es auch gar nicht wissen. Holger Kamp. Damals nannte ihn die Journalie nur die Bestie, weil er die Frauen, bevor er sie getötet hat, bestialisch quälte. Dass selbst den Hartgesottenen schlecht wurde. Er hat ihnen nämlich... Bella, bitte. Er hat ihnen Gegenstände in den Unterleib geschoben. Ich will es nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Aber mich interessiert es. Das sag ich doch. Du kannst nicht anders. Aua! Entschuldigen Sie. Sie schneiden Sie auf, sich zu entschuldigen. Oder haben Sie was mit der Entweichung des Patienten zu tun? Nein, natürlich nicht. Dann lassen Sie es. Was wir jetzt brauchen, sind die Fakten. Also. Natürlich, entschuldigen Sie. Ja, die Meldung an die Polizei ging um 17 Uhr. 16.30 Uhr hätte er zurück sein müssen. Genehmigt waren 4,5 Stunden unbegleiteter Ausgang. Und er wollte in der Zeit einen Ausflug nach Finkenwerder machen. Hat er aber nicht, wie wir in der Zwischenzeit wissen. Zumindest nicht mit dem Boot. Kontaktpersonen sind alle überprüft. Das heißt, dort ist er auch nicht aufgetaucht. Um Gottes Willen könnte der stecken. Und was hat der vor? Legalprognose? Ist gut, er ist lange erprobt. In 2 Jahren keine Auffälligkeiten. Hier, die habe ich im Heizungsrohr gefunden. Ist das das, was ich denke? Ja, Cyproteron-Acetat. Ist fast eine Monotration. Wenn er sein Triebdämpfungsmittel wirklich so lange nicht eingenommen hat, dann ist sein Testosteronspiegel gestiegen und es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht mehr garantieren, dass er nicht rückfällig werden könnte. Was machst du denn hier unten? Hey, was ist denn los? Alles ist gut. Ich bin bei dir. Er ist draußen. Nein. Doch. Der kommt da nicht wieder raus, das weißt du doch. Er ist draußen und er wird mich kriegen. Du bist dir absolut sicher, dir kann nichts passieren. Ich beschütze dich. Kommst du? Gleich. Ich hab Hunger. Der Käse ist gut. Darf ich bitten? Nein. Ich würde aber jetzt gerne mit dir tanzen. Und ich würde jetzt gerne mit dir essen. Ich hab Hunger. Es guckt doch nicht so wie ein Huhn vom Schlachten. Was ist denn? Essen ist dir eben wichtiger. Als was? Als
Tango tanzen? Es geht doch nicht um Tango. Um was geht es denn? Um uns, Bella. Es geht um uns. Wir leben inzwischen nebeneinander her wie Geschwister. So grundsätzlich? Prost. Vermisst du nichts? Nein. Ich liebe unser Leben so, wie es ist. Ich liebe es, neben dir einzuschlafen, neben dir aufzuwachen, dir alles zu erzählen, dir zuzuhören und zu wissen, dass wir zusammengehören. Und das reicht dir? Ja. Aber dir offenbar nicht. Block?